Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die erste, die diesen Haul quasi sehen konnte, war die liebe Nicole von Chiquitas Playste. Mit der habe ich gerade telefoniert, während ich mich geschminkt habe und die Sachen auf meinen Tisch gestellt habe. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ich habe auch aktuelle Codes, deswegen habe ich das jetzt einfach mal auch zum Anlass genommen, ein Haul zu machen, um euch auch die Produkte so ein bisschen noch mehr zu zeigen. Und ja, ich starte einfach mal mit Dalton. Da habe ich diese Woche nämlich einen Code. Beauty Claudi gibt euch 20% Rabatt auf alles im Sortiment und außer Streichpreise. Natürlich auch auf meine wundervolle Claudi Bag, verlinke ich euch im i. Schaut da super gerne einfach mal vorbei. Und ich starte jetzt mal mit den Sachen, die ich mir jetzt quasi nachbestellt habe, um sie jetzt auch wieder für euch zu testen und zu verwenden. Und starte einfach mal mit der Foot Care, also quasi mit der Fußcreme. Und ja, meine Füße bekommen jeden Abend Liebe, denn sie tragen mich durchs Leben, ne? Und dementsprechend brauche ich einfach Pflege. Und jetzt im Sommer möchte man sie auch ein bisschen öfters in offenen Schuhen zeigen. Und da hat Dalton die Nutri Repair regenerierende Fußcreme. Und die wollte ich einfach mal ausprobieren und euch dann mal ein intensives Feedback zu geben. Ja, werde ich dann, weiß ich nicht, ob ich die dann im August aufgebraucht Video zeigen kann. Muss ich mal schauen, aber auf jeden Fall werde ich euch die auch dann zeigen. Dann habe ich mir jetzt zweimal auch wieder nachbestellt, weil ich es gerade aufgebraucht habe und so gut fand. Dieses Mineral Care Med Dry and Irritated Skin, das ist das Shampoo und Duschgel. Also das ist ein 2-in-1 Produkt und das verwende ich so gerne für meine Kopfhaut. Das ist so ein beruhigendes, angenehmes Shampoo, was auf sehr sensible Art und Weise eure Kopfhaut pflegt und sauber macht halt auch, ne? Kann ich super krass empfehlen. Und die haben jetzt diese neue Reihe. Die Creme habe ich noch nicht ausprobiert. Meine Mama hat jetzt aber in aktueller Anwendung. Und die hat mir gesagt, dass die richtig, richtig gut ist und dass sie die auch empfehlen kann für Leute, die eine sehr ja, unruhige Haut haben. Also sie hat ja quasi eine Neurodermitis-Haut und bei ihr tut die einfach gut, ne? Also die beruhigt die Haut, die mindert Rötungen und die hilft ihr einfach. Ja, dann hat Dalton, ich weiß nicht, gibt es das aktuell auch noch, muss ich mal schauen, dieses Dreier-Sonnenset im Angebot. Da habe ich hier die Suncare Prevent and Control After Sun Body Lotion, die ist super, die ist so, so angenehm. Die könnt ihr natürlich auch als generelle Sonnencreme verwenden, aber für mich persönlich ist die einfach das Go-To-Produkt, wenn ich halt vorher im Garten war oder so, weil die gibt richtig schön Feuchtigkeit und deswegen muss die jetzt einfach auch wieder mal mitkommen. Und natürlich meine Gesichtssonnencreme. Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viele ausprobiert, wo ich immer wieder auf die Nase gefallen bin, weil es krümelt. Also nicht nur beim Auftragen, bei manchen krümelt es schon direkt, sondern auch, wenn ich dann nachher Make-up drauf gebe oder so, oder halt, wenn ich morgens die Sonnencreme auftrage, sie dann über den Tag erneuern möchte, dann krümelt das. Und das finde ich unangenehm. Das tut die hier nicht. Da haben wir sogar 75 Milliliter drin. Das ist Lichtschutzfaktor 50. Und die ist einfach super. Ja, die Sonnencreme ist das. Von Dalton 50 plus übrigens. Und ich finde die sehr, 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 sehr gut. Die kannst du auch wirklich in einer ausreichenden Menge, also in der Menge, wo du das dann auf dein Gesicht geben musst, ne, auftragen. Und ich finde die großartig. Ich finde die klasse. Die funktioniert auch super mit Make-up. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles, empfehlenswertes Produkt. Das hier wollte ich jetzt neu ausprobieren. Das ist das Classic Clean for Normal Skin, ein erfrischendes Gesichtswasser. Ein Refreshing Toner wollte ich jetzt einfach im Sommer mal ausprobieren. Ich habe jetzt aktuell einen von Catrice in Anwendung, wo ich einfach sagen muss, der ist schwierig. Meine Haut mag den nicht immer und ich stelle mir das jetzt auch nochmal zusätzlich mit ins Badezimmer, weil ich einfach denke, dass ich hier ein bisschen mehr Freude dran habe, vor allem tagsüber. Ne? Also abends ist es mir relativ Pelle, wenn dann die nachfolgende Creme vielleicht krümelt oder ne, das nicht so rückstandslos halt aussieht, aber morgens muss es wirklich 1A sein, muss es perfekt sein und da möchte ich danach halt auch einfach mir für ein paar Stündchen nicht so unbedingt Gedanken drüber machen, ob ich jetzt irgendwie mir ins Gesicht fassen kann oder nicht, ob das am Hals krümeln wird, ob das am Haaransatz krümeln wird, weil da krümelt es einfach gerne. Ne? Dann geht jetzt aktuell mein Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling zur Neige. Da sind ja 8 Sticks drin, die du bis zu 3-mal verwenden kannst. Also das sind, da ist Pulver drin. Habe ich euch auch mal gezeigt, ne? Und da kannst du das dann halt entnehmen. Ich glaube, ich habe euch sogar bei Claudis Bunte Welt ein komplettes Video dazu gedreht. Verlinke ich dir mal im i. Und
Da machst du dir einfach ein bisschen Peeling in die Hände von dem Pulver, ne, und kannst es dann aufs Gesicht geben. Super schöne Peeling-Sache. Und ich verwende die Enzympeelings am liebsten halt im Sommer von O bis O. Also das verwende ich von Ostern bis Oktober. Und ab Oktober gehen dann auch wieder die Säurepeelings an den Start. Ich weiß gar nicht, morgen müsste das sein. Da kommt ein XXL Pflegedeklatter auch noch von mir online. Da rede ich auch ein bisschen noch über manche Produkte, ne? Ja, dann musste noch ein bisschen Nachschub von meiner liebsten Hydrolift Gesichtsmaske mit. Ich wollte einfach mal das neue Packaging hier haben und ja, da hat die liebe Janine mir direkt 1, 2, 3, 4, 5 geschickt. Finde ich großartig. Vielen, vielen Dank. Das ist meine Lieblingsmaske. Die ist so toll. Die ist die Maske für mich, weil auch die Maske kann man bis zu 3-mal verwenden. Dann hast du hier auch noch diese Fliese drin, die ja quasi das, dieses Sachet, nein, nicht das Sachet, die Maske, die da drin ist, davon abhält, aneinander zu backen, ne? Also für die Lagerung und so, verwende ich aber gerne dann auf Hals und Dekolleté oder auf dem Rücken, je nachdem, wo vielleicht gerade ein bisschen viel Sonne dran war. Und du kannst dir auch noch die Augen, die sind nämlich nicht abgeschnitten, kannst du dir entweder umklappen, dass du dir als Augenpatches nimmst, oder du kannst die abschneiden und am nächsten Tag dann einfach als Augenpatches verwenden, morgens. Mega gut, Leute. Habe ich euch auch, glaube ich, ein Video zugedreht bei Zweckentfremdet, ne? Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich habe so viele Videos in letzter Zeit gedreht, weil ich einfach jetzt ja auch gerade zwei Kanäle bespiele. Bei Claudis Buntefeld kommt jetzt nicht jeden Tag ein Video online, aber immer mal wieder. Und ja, da zeige ich euch dann auch gerne mal so Einmal-Anwendungen oder Schminkies. Diesen Look wollte ich jetzt demnächst auch mal da schminken. Den habe ich jetzt ja relativ spontan geschminkt, als ich mit Nicole telefoniert habe. Ja, und die Augenpatches schlechthin sind hier die Hydrogel-Lifting-Augenpads. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kriegt ihr nämlich auch im 6er-Set. Die sind einfach mega. Also die mache ich mir gerne morgens drauf, wenn ich einfach weiß, dass ich irgendwie was Besonderes vorhabe, dass ich einen Drehtag habe, dass ich... Moin Sammy, dass ich irgendwie irgendwo bin auf einem Event oder sonst irgendwas. Ne? Wenn ihr dieses Video seht, bin ich, glaube ich, gerade von dem Event aus Hamburg auch wieder zurück. Die werde ich mir nämlich definitiv auch am Morgen vorher drauf machen, damit einfach alles perfekt ist. Ne? Weil man möchte ja auch irgendwie 1A aussehen. Mega empfehlenswert, damit kannst du an der Decke über Kopf staubsaugen, sofern du es schaffst, dort hinzukommen. Und die halten halt einfach, will ich damit sagen. Ich habe auch andere Patches, zum Beispiel die von Essence, mir jetzt ja auch in diesem Pöttchen geholt. Die finde ich super, für wenn ich die jeden Tag verwende, ne, dass ich da einfach morgens eine schöne Pflege habe. Aber die sind einfach nochmal eine ganz, 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 ganz große Schippe, nicht nur, sondern ganz großer Lastwagen drauf. Und die sind halt sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht wahr, Herr Sammy? Die sind sehr, sehr gut. Ja. Und ja, dann hat die liebe Janine mir auch noch eine Nachricht geschrieben. Anbei senden wir deinen Beauty-Nachschub. Viel Freude damit und ganz liebe Grüße, Janine. Liebe Grüße auch an dich, meine Liebe. Beauty Claudi gibt euch, wie gesagt, gerade 20% Rabatt bei Dalton. Schaut super gerne dort mal vorbei. Ich versuche euch diese Woche auch immer wieder so ein paar Produkte so zu zeigen, sowohl hier als auch auf Instagram, um euch vielleicht auch so ein paar Favoriten und so von mir vorzustellen, ne, dass ihr da einfach mal so einen kleinen Überblick bekommt. Aber ich bin jetzt seit über 3 Jahren mit Dalton verbunden und es ist eine wundervolle Kooperation mit wundervollen Leuten, tolle Produkte, großartige Produkte und es macht einfach Spaß, dort ein Dalton-Girl zu sein. Ich kann es nicht anders sagen, denn die Pflege bewirkt wirklich was und deswegen rede ich da auch so gerne drüber. Es ist, wie es ist. Ja, dann habe ich hier jetzt Purish. Purish hatte jetzt ja den Birthday Sale gehabt, aber die haben in der Zwischenzeit auch ein paar neue Produkte rausgebracht, die ich euch jetzt auch schon in dem ein oder anderen Video vorgestellt habe. Und jetzt habe ich einen Code, den habe ich euch jetzt schon am vergangenen Samstag, glaube ich, verkündet. Claudis Welt, ich gebe euch nämlich 20% Rabatt dort auf alles, alles, wirklich alles, also auch auf die Drogeriemarken, die dort sind. Hier habe ich jetzt einmal die Neuheiten, die mir zugeschickt wurden. Da habe ich euch ja schon die Liberty X Quad Kits von Nabla vorgestellt. Da habe ich hier einmal das Hot Gaze Kit. Das ist einfach ein Quattro. Das hier ist mit Nude-Tönen. Da habe ich euch auch schon ein komplettes Video zu abgedreht, wo ich euch auch Looks damit geschminkt habe. Das Posh Gaze hat mich zu einem sehr, sehr schönen Look inspiriert, den ich auch in dem Video geschminkt habe. Den Schwalbenschwanz-Look. Das fand ich einfach ein bisschen aufregend. Hier hast du als besonderen Ton, würde ich sagen, mit dem Satin-Finish, diesen Braunton, der heißt Marron oder Marron Glossy. Ein glasierter, was sagt man, Sammy? Glasierter
Eine glasierte Kastanie, kann das sein? Okay. Ja, und dann halt dieser Schwarzton, der auch ein ganz kleines bisschen Schimmer mit drin hat. Und dann diesen Celestial-Ton, der auch sehr, sehr schön ist. Also damit habe ich einen sehr aufregenden Look geschminkt. Aber am allerbesten finde ich persönlich tatsächlich dieses Gentle Gaze, weil die Farben verblenden sich von ganz alleine. Das hat 5 Minuten gedauert, dass ich euch da einen wunderschönen Look zu schminken konnte. Hier haben wir einen Metal Finish, einen Celestial Finish und 2 matte Töne drin enthalten. Wunderschön. Also ich hätte nie gedacht, dass mich ein Beere Quad so sehr flasht. Das fand ich so schön, da werde ich gerne öfters zugreifen. Das hat so einfach funktioniert und sah so gut aus. Kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, im Video, was ich euch bestimmt schon im i verlinkt habe, könnt ihr gerne vorbeischauen und euch da ein bisschen Inspo holen. Das ist auf jeden Fall sein Geld wert. Dann hat LH Cosmetics, also die liebe Linda Harburg, auch Produkte rausgebracht. Die sind der Wahnsinn. Die nennen sich Sparkle und da gibt es 3 Farben von. Flirt, Delish und Tease müsste das sein. Ja, und da finde ich persönlich diesen Tease mega krass, weil das einfach eine etwas aufregende Farbe ist. Die rutschen dir nicht in die Fältchen. Du kannst es als Lidschatten-Base verwenden, also dass du da drauf noch irgendwie einen Klimbim gibst. Oder du kannst die halt als Topper verwenden. Die rutschen nicht in die Lidfalte, die tragen sich nicht ab, die halten bombastisch fest. Und die sind besser als die Twin Flames. Twin Flames, so heißen die, genau, von Denisa Myricks. Das ist so der Wahnsinn. Das ist so einfach in der Applikation und das macht einfach Spaß. Da habe ich auch schon dieses hier in einem Look integriert. Mega heftig, Leute. Schaut euch die an. Ich weiß nicht, wie ich das noch... das ist wirklich der Wahnsinn. Also ganz, 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 ganz tolles Produkt. Aber da brauche ich die Umverpackung nicht mehr von. Heftig. Also habe ich nicht mit gerechnet. Als ich die zugeschickt bekommen habe, habe ich mir gedacht, na, flüssige Lidschatten, weiß ich ja noch nicht so genau, aber dann auf dem Auge, oh mein Gott. Dann habe ich hier Flirt, das ist eher so ein Kupferton, ne? Auch sehr schön als Mono auf dem Auge, dann vielleicht ein bisschen Bronzer in die Lidfalte. Also du machst damit einen sehr, sehr schnellen, einfachen und schönen Look. Also sehr simpel, ne? Kann ich wirklich empfehlen. Wie gesagt, schaut bei Purish vorbei. Und dann habe ich hier noch den Delish. Da steht die liebe Nicole von Chiquitas Place total drauf. Der ist nämlich ein bisschen heller und den kannst du super krass als Mono verwenden. Ich denke, das ist so der Alltagslook, den man tragen kann. Den hast du dann auf deinem beweglichen Lid. Ein bisschen Bronzer, den du ja vielleicht sowieso schon aufgetragen hast in die Lidfalte und ein bisschen unter dem Auge, dann bist du good to go. Also das ist halt wirklich ganz, ganz cool. Kann ich echt empfehlen, weil die so haltbar sind. Also das hat mich so überzeugt. Du fühlst die nicht auf dem Auge. Das fühlt sich an wie nichts und das ist einfach mit so einem krassen Effekt richtig, richtig schön. Dann hat auch noch Dominique Cosmetics 2 neue Produkte rausgebracht, die auch mega sind. Also der Augenbrauenstift, der wirft immer gerne ein paar Fragen auf, weil der einfach anders ist. Aber ich finde ihn auch sehr schön. Ich habe ihn in der Farbe Taupe, habe ihn jetzt auch letztens in einem Look integriert. Und wir haben hier eine Spitze. Die hast du noch nicht gesehen, ne? Aber das ist halt die Make-up-Industrie. Die muss sich ja immer wieder was Neues ausdenken. Mit diesen Kanten, die hier dran sind, kannst du so präzise Augenbrauenhärchen malen. Und wenn du das, die Spitze, also dieses flache Ding ansetzt, kannst du die Augenbraue super damit ausfüllen. Richtig, richtig schön. Dann hast du hier unten auch noch ein Spoolie und den Anspitzer dran, beziehungsweise das ist eher ein Hobel. Und damit kannst du dann mit dem eckigen Teil drüber hobeln, ne, mit der Spitze hiervon, und das Ganze dann entsprechend wieder schärfen. Sehr empfehlenswert. Und was ich aber richtig gut finde, und das muss ich euch zeigen, ist hier von Dominique Cosmetics Blowout Shaping Gel. Das ist der Hammer. Das ist so ein Laminiergel. Also das ist so genial, weil, also ich gehe damit durch die Augenbrauen und die sind fixiert. Das ist so heftig. Du kannst die theoretisch auch störrische Augenbrauen damit richtig schön auch hochkämmen, aber auch in Form bringen dann, ne? Also du musst ja nicht ganz fluffy haben. Und das ist wirklich toll. Da gibt es gleich noch eins, das von Too Faced, das neue. Das ist auch sehr vergleichbar damit. Da müsst ihr einfach schauen, mit welchem Code ihr was irgendwie günstiger bekommt, weil ich würde sagen, das Produkt an sich ist schon sehr vergleichbar. Hier haben wir dann einmal den, Augenbrauengel. Und das ist einfach so toll. Also ein kleiner Spoolie, ne? Und das funktioniert so gut. So, so gut. Das werde ich mir auch in meinen Schminktisch reinlegen. Das wird verwendet, weil ich das richtig gut finde. Mag ich gerne leiden. Dann gibt es hier noch von Denisa Myricks einen neuen Infinite Chrome Flake. Das ist in der Farbe Be Pride. Ich habe den Pride vom letzten Jahr ja auch noch. Und das ist halt ein Produkt, was wirklich für
fortgeschrittene ist, würde ich sagen. Und auch für Leute, die es okay finden, wenn man das Auge fühlt, wenn ich das mal so sagen darf. Also wunderschöne Verpackung, wir kennen das ja. Ne? Also ich habe da jetzt, das ist jetzt mein vierter, müsste das schon sein. Und ich finde die auch wirklich schön. Du kannst damit jeden Look einfach auf eine andere Ebene heben. Und das ist natürlich in allen Regenbogenfarben, vor allem blau sehe ich hier. Ne? Dann hast du auch noch ein bisschen gelb, ein bisschen lila mit dabei. Also wirklich wunderschön. Das hier ist von, jetzt kommen wir nämlich zu Look Fantastic, das ist das von Too Faced, das Fluff and Hold Laminating Brow Wax. Und das ist sehr vergleichbar mit dem von Dominique Cosmetics. Ich finde, dass Too Faced hier ein wirklich wieder wundervolles Produkt rausgebracht hat. Hier sieht man das auch an der Konsistenz von dem Produkt wieder. Ne? Das Bürstchen ist ein bisschen was anderes, ist ein bisschen größer. Und das Produkt ist aber wahnsinnig gut. Also das laminiert dir wirklich die Augenbrauenhärchen. Kann ich sehr empfehlen, finde ich echt sehr schön. Und macht einfach Spaß. Und das sollte ja Make-up auch tun, muss ich sagen. Ne? Das ist so immer meine Intention davon. Dann habe ich hier ein neues Parfum. Das habe ich eben nur so ein bisschen aus Versehen gesprüht, weil ich mache immer aus Versehen diesen Kopf ab. Und als ich den wieder draufgesetzt habe, hat hier direkt alles danach gerochen. Von Jimmy Choo, das I Want Choo. Genau, I Want Choo heißt das. Das riecht richtig gut. Richtig, richtig gut. Das kommt auch gleich direkt mit mir runter, weil das möchte gerne mein Sommerduft dieses Jahr werden. Blume mit ein bisschen Vanille und ein bisschen leicht, ganz leicht holzige Abgangsnote. Aber so schön. Also ich mag diesen Duft und ich möchte diesen Duft sehr gerne, sehr häufig tragen. Und bei Look Fantastic bekommt ihr mit Claudi Welt auch immer den maximalen Rabatt, den man so bekommen kann dort auf der Homepage. Kommt auch immer so ein bisschen auf die Produktkategorien an. Aber dieses hier kann ich euch wirklich krass empfehlen. Ich hoffe, dass es wieder verfügbar ist, denn als ich mein Look Fantastic Video gedreht habe, war es leider ausverkauft, aber es ist, ich meine, die Umverpackung ist schon mal richtig schön zum Verschenken. Ne? Mhm. Aber das Produkt ist halt wahnsinnig cool. Dann habe ich auch hier die Anastasia Beverly Hills Nouveau Palette. Da habe ich auch einen ganz, ganz tollen Look mit geschminkt, der mir richtig gut gefallen hat und den ich gerne getragen habe. Was ich hier auch wieder richtig schön finde, ist dieses Wisteria. Das ist dieses Pop of Color ist es ja auch. Ne? Dieses Lavendeltönchen, aber so aufregende Töne hier drin. Den Muse, das ist eigentlich ein Schimmerton, der so ein bisschen ledrig ist, habe ich in dem Look auch verwendet. Also wirklich, wirklich tolle Qualitäten. Und diese Grüntöne Hope und Wings sprechen mich auch total an. Also die Palette mag ich gerne leiden. Ich habe mir jetzt auch gerade die neueste gekauft. Wie hieß die nochmal? Die ist unterwegs zu mir. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die dann sein wird. Und hier bin ich auf jeden Fall froh, dass Anastasia Beverly Hills wieder so eine Qualität rausgebracht hat. Cosmic Palette. So auf jeden Fall heißt die neue. Ne? Und kriegt die aber auch bei Look Fantastic. Und ja, bin ich froh, denn ich habe sehr, sehr viele Anastasia Beverly Hills Paletten in letzter Zeit aussortiert, weil sie mir einfach von der Qualität her nicht mehr gefallen haben. Da hatte ich ein bisschen Angst gehabt, dass ABH jetzt so ein bisschen stehen geblieben ist und sich auf dem Ruhm der damaligen Zeit etwas ausruht. Diese Foundation hätte ich nicht mitgerechnet, dass ich die so gut finde von NARS. Die Soft Matte Complete Foundation habe ich in der Farbe 2,5 Yukon Light. Oh mein Gott, ist die gut. Die ist richtig gut. Die ist deckend, ja, hat aber ein schönes Finish. Also ich mag eigentlich keine matten Finishes auf meiner Haut, weil ich habe ja so eine trockene Haut, ne? Aber die ist wahnsinnig toll. Ich überlege, dass ich die dann demnächst auch mitnehme, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin dann, wenn ihr das Video seht, schon wieder da, aber ich drehe das Video jetzt ja natürlich ein bisschen vor, dass ich die zum Trip da mitnehme, zum Event. Mal gucken, muss ich noch mal ein bisschen mitspielen. Aber die ist schon sehr, sehr schön, ne? Etwas, was mich leider total enttäuscht hat, ist hier von MAC dieses Produkt. Das ist eigentlich ja ein Highlighter. Wrapped in Gold Extra Dimension Skin Finish. Wunderschön. Die Online-Bilder haben mich auch immer so angesprochen. Aber das ist eine Glitzerbombe, Leute. Schade Schokolade. Ich meine, wie süß, ne? Mit diesen Schleifchen da drin. Das ist echt hübsch, aber es glitzert. Es glitzert sehr. Deswegen wird dieses Produkt auch nicht bei mir bleiben, sondern weiter wandern. Das wird dann demnächst in einem Flop-Video landen und dann entweder an Kanalmitglieder gehen oder in einem Trash-Paket landen oder so. Da muss ich mal gucken. Ne? Ist schon schade. Etwas, was ich aber richtig gut fand, ist tatsächlich hier von Laura Mercier das neue Puder in Rosa oder in Rose, das Translucent Loose Setting Powder Tone Up. Das ist ein loses Puder, was halt rosa ist. Super für bei mir unter den Augen, um den Augen drumherum, um die Augen drumherum. Ganz, 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 ganz toll, weil das halt so die Augenschatten ausgleicht. Ne? Diese rosa Farbe ist einfach für mich, für mein Teint super geeignet und sehr, sehr empfehlenswert. Mag ich echt gerne leiden.
Und das letzte Produkt von Lock Fantastic ist hier von Revolution in Real Life Filter Finish C1 Soft Matte Concealer. Hier war ich auch ein bisschen überrascht, dass der mir so gut gefallen hat. Da finde ich auch ganz schön, dass man bei Lock Fantastic, wo ich übrigens diese formschöne Tasche als Goodie mit dazu bekommen habe in meiner Lieferung, dass man auch etwas günstigere Produkte findet, um das mal so zu sagen. Sehr überraschend hat mich dann zu guter Letzt ein Paket von Biotherm erreicht. Hier habe ich zuallererst die Bodylotion, da wird sich wahrscheinlich jemand anderes drüber freuen. Also entweder meine Freundin Sandra, die diese Bodylotion tatsächlich liebt, oder das wird mal demnächst verlost werden. Die Le Corporelle Original, das ist nämlich eine Anti-Drying Body Milk, aber die hat halt einen Duft nach, also sehr zitrisch, und das mag ich nicht so gerne. Ich weiß aber, dass diese Wirkung davon sehr gut ist, weil ich habe die auch schon mal in einer kleineren Größe aufgebraucht und verwendet. Die war schon gut, ne? Das ist halt jetzt gerade für den Sommer super geeignet. Das sollen auch Sommerprodukte sein, die ich zugeschickt bekommen habe. Dann habe ich hier noch ein Serum drin enthalten, und zwar, wie heißt du denn? Live Plankton Elixir. Ach, das Live Plankton Elixir, guck. Even for sensitive skin ist es geeignet, also auch für sensitive skin, mit Hyaluronsäure, Vitamin C und mit dem biofermentierten Live Plankton. Da habe ich mal an einem Produkttest teilgenommen und das auch mal ausprobiert. Da habe ich so Pröbchen-Sachets zugeschickt bekommen. Da muss ich leider sagen, dass ich das vom Duft her leider gar nicht mochte, aber die Wirkung war ganz schön. Hier bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das ist die Aquasource, das Hyalo Plump Gel Hydration. Genau, das ist ein Moisturizing Gel mit Hyaluronsäure und Live Plankton. Dann habe ich hier noch zu guter Letzt, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil Lichtschutzfaktoren müssen ausprobiert werden, ob sie funktionieren. Urban UV Defense Hydration mit Lichtschutzfaktor 50+. Und das ist eine 30ml Geschichte, eben von dem Lichtschutzfaktor. Würde ich dann gerne im Gesicht mal ausprobieren. Und dann kann ich euch auch berichten, wie es so war. Genau. Und weil ich natürlich immer wieder euch super gerne auch an meiner Freude teilhaben, lassen möchte, dass ich halt die Möglichkeit habe, so wundervolle Produkte auszuprobieren und in PR zugeschickt zu bekommen, möchte ich gerne in diesem Video einfach mal wieder ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket an einen von euch verlosen. Das sind Produkte im Bereich Pflege, Lifestyle, aber natürlich auch dekorative Kosmetik drin. Also hat immer einen recht hohen Wert. Schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir alle Teilnahmebedingungen verlinkt. Genau. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, und schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Produkte verlinkt und auch die Codes reingesetzt. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!